Hi und willkommen zu Westmünsterland Barbecue. Heute gibt es mal wieder was Feines und zwar was aus dem Osten und zwar eine richtig schöne, leckere Soljanka. Die machen wir im Dutch Oven und eine Soljanka ist eigentlich eine Suppe, die im Osten jeder kennt, hier bei uns zu Hause eigentlich nahezu unbekannt ist, obwohl die eigentlich der absolute Hammer ist. Ich selbst habe sie kennengelernt, ohne es zu wissen. Und zwar noch zu Afghanistan-Zeiten hatten wir so einen kleinen Shop, wo ich immer einkaufen war und ich habe einfach alles gekauft, was ich so kriegen konnte. In der Regel so ein bisschen frisches Gemüse. Dann gab es noch so ein paar Konserven wie Bockwürstchen oder Gurken. Und ja, dann habe ich alles einfach angebraten und noch ein bisschen vermischt. Und fertig war eine Soljanka. Und ich habe das dann zwei Kollegen probieren lassen. Die haben dann gesagt, ey, geile Soljanka. Ich sage, geile was? Ich kannte das überhaupt nicht. Und ja, das ist eigentlich so, wie ich es immer gemacht habe. Ich habe noch ein paar Veränderungen vorgenommen, damit es auch noch ein bisschen stilechter ist. Aber im Wesentlichen ist es genau das, was ich immer so gemacht habe. Meine Kollegen wird es freuen, wenn sie das sehen, Thorsten und Olaf. Die haben sie nämlich immer geliebt. Und ja, ich hoffe, ihr mögt sie auch. Was wir an Zutaten brauchen, zeige ich euch jetzt erstmal. Und zwar haben wir hier erstmal, ja, fangen wir mal mit dem Grünzeug an. Hier habe ich eine Zucchini. Wie gesagt, man kann eigentlich so ziemlich alles nehmen, was man so bekommt. Das ist so eine Art Restesuppe. Was man in der Küche hat, kann verwertet werden und kommt da halt mit rein. Eine Zucchini. Hier haben wir ein paar Möhren, eine Paprika, zwei Zwiebeln, etwas Zitrone, ein bisschen Knoblauch. Hier haben wir schon mal Bockwürstchen, Wiener. Habe ich das Wasser schon mal abgelassen. Etwas Ketchup, Creme Fraiche, Salz, Pfeffer. Pfeffer habe ich noch vergessen, muss gleich noch dazu. Hier haben wir Gurken. Hier haben wir Lecho. Lecho ist für die, die es nicht kennen, ist quasi auch Paprika. Paprika-Gemüse in pikanter Tomatensoße steht drauf. Also ist quasi nochmal eine Ergänzung zu der Paprika, die wir eh schon drin haben. Wie gesagt, Lecho hatte ich damals nicht. Deshalb habe ich es auch immer mit, oder nicht deshalb, ich habe ja keine Ahnung davon gehabt, aber ich habe immer mit Paprika gemacht. Wir werden jetzt noch ein bisschen Lecho mit dazugeben. Hier haben wir Tomatenmark, eine Salami oder eine Sommerwurst, passierte Tomaten, hier ist Tomatenmark. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Zum Arbeiten brauchen wir nachher noch ein bisschen Wasser, ein bisschen Öl und das war es eigentlich schon. Ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar schneiden wir erstmal das Gemüse klein. Wir nehmen da ungefähr so, ja, ich sag mal so mundgerechte Stücke, nehmen wir dann und dann passt das schon. Das kommt wirklich nicht so genau drauf an, wie groß das ist. Hier seht ihr jetzt schon, wie alles klein geschnitten ist. Wie gesagt, den Knoblauch nur grob hacken. Und jetzt geben wir einfach alles erstmal rein. Wir geben, ich sag mal, die Zwiebeln, Paprika, mein Gott, Karotten, Möhren. Und die Zucchini gleichzeitig am Anfang rein, weil die brauchen ungefähr gleich lange. Den Knoblauch geben wir etwas später rein, weil er uns verbrennen würde. Wir machen das Ganze im Dutch Oven natürlich. Ja, nicht draußen, sondern hier unterm Dach. Es regnet und darum auch auf dem Gasgrill und nicht auf Kohle. Man kann natürlich beides machen. Ja, wir haben alles klein geschnitten und jetzt geht's ab zum Grill. Und ihr seht schon, die Grillaufpasskatze ist auch schon da. Die hat derweil auf meinen Grill aufgepasst, während ich mal eben kurz drin war. So, und jetzt geben wir alles schön rein. Natürlich erstmal ein bisschen Öl. So, das Öl geben wir in den heißen Dutch Oven. Und jetzt das Gemüse rein. Jetzt schön alles anbraten. Man kann es eigentlich ganz gut an den Karotten feststellen, wie weit das ist. Weil die müssen nämlich weich sein. So, den Knoblauch schieben wir nochmal zur Seite. Den geben wir nämlich ganz zum Schluss erst rein. Jetzt können wir schon mal die restlichen Zutaten klein schnippeln, sprich die Würstchen und die Gurken. Einfach in kleine Scheiben schneiden. Was noch wichtig ist, was wir natürlich vorher machen müssen, die Salami klein schneiden oder wie in meinem Falle Sommerwurst. Weil die müssen wir nämlich auch ein bisschen mit anbraten. Mir persönlich schmeckt das sehr gut da rein, da drin. So, die werden wir einfach vierteln. So, fertig. Zwischendurch mal umrühren.
Als nächstes geben wir dann die Salami mit rein. Wie gesagt, die braten wir ein bisschen an. Nicht zu viel, nur so, dass das Fett so ein bisschen ausgelassen wird. Die Würstchen geben wir jetzt mal ebenso lange schon mal in die Schüssel. Wie gesagt, die kommen nachher erst ganz zum Schluss, wenn wir Flüssigkeit im Dutch Oven haben, rein. Gurken. So, wichtig, wir nehmen uns die Gurken raus und lassen das Wasser drin, weil davon brauchen wir noch einiges. Das gibt nämlich nachher eine schöne Säure. So ein Dreiviertelglas reicht aus. Es duftet schon richtig schön nach Röstaromen. Das ist herrlich. Wie gesagt, die Gurken schneiden wir auch in Scheiben. So, immer mal wieder nebenan gucken. Jetzt geben wir kurz vor Ende der Garzeit des Gemüses schon mal den Knoblauch rein. Wie gesagt, der braucht nur ganz kurz. Einfach oben mit drauflegen. So, restlichen Gurken schneiden. So, und die Gurken können wir jetzt dann auch mit in die Schüssel zu den Würstchen geben. Unser Gemüse werden wir jetzt ein bisschen salzen und pfeffern. So, das Pfeffer. So, jetzt als nächstes unseren Lecho mit dabei. Die passierten Tomaten einfach rein in die Packung. Das Ganze verrühren wir. Ihr seht schon, es ist noch relativ dick. Deswegen geben wir noch ein bisschen Wasser rein. Und zwar fangen wir an mit dem Gurkenwasser. Einfach so ein bisschen was rein. Du hast auch schon fast alle. Wie gesagt, das gibt eine herrliche Säure an die Suppe, die auch sehr wichtig ist. So, köcheln lassen. Ja, und fertig ist die Suppe. So. Sieht interessant aus, aber schmeckt wahnsinnig lecker. Geben wir mal was in den Topf. Ja, hier haben wir die leckere Suppe. Ganz zum Schluss geben wir noch etwas Zitrone mit hinzu. Wie gesagt, diese Säure, die passt super gut dazu. Einfach so ein bisschen was mit reinsprenkeln. So, und dann noch etwas Crème fraîche. So, einfach so ein Klacks in die Mitte oder auch ruhig zwei und fertig. Ja, wir probieren. Ich bin eigentlich gar nicht gespannt, weil ich habe es schon ganz oft gemacht, aber ich weiß, dass sie geil schmeckt. Super lecker. Richtig, richtig lecker. Also das gehört definitiv zu den Dingen, die richtig fürs Herz sind, die richtig einfach nur geil schmecken. Schade, dass wir sowas früher nicht gehabt haben hier. Ich hätte es, glaube ich, andauernd gegessen. Also das ist wirklich der absolute Hammer. Diese leckere Säure, die da perfekt zupasst, ist richtig geil. Es schmeckt einfach unglaublich lecker. Super Suppe. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Gebt mir einen freundlichen Kommentar und ja, nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, falls noch nicht geschehen. Einfach auf den Abonnieren-Knopf drücken. Und ja, dann war's das für heute. Ich esse jetzt erstmal die ganze Schüssel. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao.